Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Bevor wir weitergehen, werde ich mal kurz mich hier hinsetzen und unsere Fähigkeitenpunkte ausgeben, weil wir haben schon zwei. Und mir ist doch eingefallen, ich hatte ja eigentlich mal gesagt, dass ich meine Laserschwertfarbe ändern will demnächst. Und ich dachte, das mache ich auf Kashyyyk, weil da eh alles grün ist. Und dann passt das dazu. Habe ich jetzt letztens vergessen im letzten Part an der Station, aber das ist ja nicht die einzige, der wir im Weg laufen. So, was haben wir denn hier? Mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Ja, das ist nicht so schlecht. Verlangsamen. Nee, langsam ist nicht so geil. Luftangriff. Erhöht die Distanz. Sprintattacke mache ich sowieso nie. Ja, das ist vielleicht nicht so schlecht. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist, wenn man sprintet, wehrt man automatisch Laserschüsse ab. Was ganz gut ist. Verzögerstoß. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber ich nehme erstmal das mit der Machtregeneration, wenn man einen Gegner besiegt. Das rettet einem manchmal, glaube ich, nämlich auch den Arsch. So. Okay. Dann hätten wir das. Dann können wir jetzt weitergehen auf Kashyyyk und die imperiale Raffinerie ein bisschen begutachten. Deswegen müssen wir hier lang. Machen uns hier mal den Weg. So. Da werden wir schon erwartet von ein paar Gegnern. Ist das vielleicht eine Übung? Warte mal, Überraschung. Oh. Ich weiß nicht, wo die gerade hingegangen ist. So, den haben wir. Du auch noch. So, auf Wiedersehen. Okay, sehr schön. Oh, geht's da rein? Das ist ein kleiner Gang mit einem kleinen Geheimnis. Cool. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Okay, Krieger ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Ja, ist vielleicht nicht das schlechteste Versteck. Man weiß aber nicht, ob sie es geschafft haben. Okay, gut. Dann betreten wir mal die Raffinerie. Und gucken mal, was uns da erwartet. Oh, ein Droide. Geh weg. Oh, Entschuldigung. Ah, guck mal. Da kommt schon das Begrüßungskommando. Hast du ja echt toll gemacht. Bin echt beeindruckt von dir. Genau wie du. Na komm. So, auf Wiedersehen. Da hinten wartet noch einer. Ah, das ist ein etwas stärkerer. Ah ja, aber klar. Ich habe schon damit geahnt, dass da noch einer um die Ecke steht. Weil der stand da schon wie so ein Köder. Der Typ. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich da vorbeikomme. So. Jetzt kümmern wir uns um dich. Ich kann ihn leider nicht über die Reling hier werfen. Wäre aber lustig gewesen. So, okay, hier kann man durch. Was ist denn hier? Der Weg. Ah, da kommt man hier runter. Und nur zu einem Speicherpunkt. Okay, dann bringt uns das erstmal nichts. Dann gehen wir natürlich erstmal hier weiter. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ob das auch wirklich reicht, um mich zu besiegen. Ja. Sieht schon scheiße aus für dich, was? Ja, das sind diese Sondereinsatztruppen. Davon sind wir ja auch mal einer begegnet mit einem Blaster, allerdings. Die gibt es halt in mehreren Varianten. Das ist jetzt einem Stab. Es gibt, glaube ich, sogar noch einen. Einer anderen Waffe. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung. Okay. Ja, ein Energiestab-Auslöschungstruppler war das. Also die haben schon ein bisschen mehr auf dem Kasten. Man muss auch aufpassen, die können einen auch ordentlich in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann
sollte das nicht so das Problem sein. So, quetschen wir uns mal hier durch. Hallo? Eng, was, BD? Okay, das ist wohl einer von diesen Cuttern, von der Saw auch eben geredet hat, die in Gang setzen wollen. Aber der scheint ja irgendwie festzuhängen. Ich komm nicht durch. Dann können wir noch eine Tür hacken, bevor wir uns da unten den Gegnern widmen. Ah, eine Kiste. Das ist doch schon mal nett. Gehen wir wenigstens nicht mit leeren Händen hier raus. Was ist es? So, ein Lichtschwertmaterial. Matt. Ah, Flammenwerfertruppler, ja. Die sind auch scheiße. Wenn die einmal anfangen mit den Flammenwerfern und ihr denen zu nahe kommt, wie der jetzt hier, dann habt ihr manchmal echt Probleme, überhaupt an den Typen ranzukommen. Aber gut. Scannen wir auch direkt mal. Ein Flammentruppler, genau, wie heißen die? Okay, dann würde ich sagen, helfen wir doch mal hier diesem Cutter, sich seinen Weg da durchzubahnen. Oder wir klettern einfach nur oben drauf. Aber das da sieht eher aus wie ein Bedienfeld. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Gut. Das war effektiv, könnte man sagen. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja, wer will das denn nicht? Jeder hätte den Cutter einschalten wollen. Und da werden wir schon wieder erwartet. Von ein paar Gegnern. Und die werden erwartet von ein paar Spinnen. Okay, dann gucken wir uns erstmal kurz ein bisschen um hier. Ob wir hier noch irgendwas finden, bevor wir da jetzt eingreifen. Hm, wir haben hier einen Gegner. Den können wir schon mal ausschalten. Und wir können hier lang gehen. Und das mache ich jetzt nicht. Weil ich weiß, was mich da erwartet. Ich werde mal kurz hier speichern und mich aufladen, bevor ich da reingehe. Weil ihr könnt euch schon denken, warum? Wenn ich schon so Anspielung mache. Da wartet nämlich ein, ja, ein optionaler Boss-Gegner auf uns. Beziehungsweise ein etwas größerer Gegner mit einer Energieleiste. Habt ihr etwas gesehen? Das ist alles, was ich meine. So. Und den Gang habe ich beim ersten Mal durchspielen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Weil er doch ganz gut versteckt war. Aber hier gibt es auch noch Secrets, wie ihr seht, deswegen wollte ich hier rein. Mal gucken, und eine Kiste. Aber die Frage ist, ob wir da auch wieder heil rauskommen. Ist nämlich nicht immer so einfach. Patrouille an Basis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Ah! Okay, der wurde von Spinnen überrascht, der Typ. Oh, es war also was drin. Oh, ein neues Poncho-Material-Kommando. Ja, genau, das ist der, den ich im letzten Teil meinte. Das ist der von Episode 6. Aber der sieht nicht so toll aus, finde ich. So, wir gehen jetzt mal hier in dieses Netz, was überhaupt wahrscheinlich nichts bewirkt. Oh, sehe da, ein Albino. Eine Albino-Spinne. Mal gucken, ob ich die schaffe. Sie ist ja kein Octobopto, ne? Aber sie ist auch nicht so ohne. Vor allen Dingen, wenn sie einspinnt. Aua. Ich glaube, am verwundbarsten sind die auch hinten an dem fetten Körper. Ich habe aber manchmal echt das falsche Timing. Das war allerdings sehr gut gerade. Das wiederum, oh, hätte fast in die Hose gehen können. Oh, verdammte Scheiße. Beweg dich! Oh. Das war so klar, ey, weil er da wieder mit Heilen beschäftigt war. Ja, deswegen habe ich gespeichert. Das war mal wieder echt dummes Timing. Diese blöde rote Attacke von der, die ist echt tödlich. Dann versuchen wir es nochmal. Weil ich würde die Spinne doch schon gern besiegen. Wir waren ja eigentlich gut dabei, nur
blödes Timing zusammen mit Heilung und während er sich heilt, bewegt er sich halt nicht. Hat dann wieder mal zu meinem Tod geführt. Aber immerhin behält man hier die Secrets und das, die Kiste. Alter. Geht ja schon wieder gut los hier. Nicht dein Ernst. Diese Attacke, die ist so furchtbar. Und wenn man da das falsche Timing hat, dann tut's einem echt weh. Bam! So, das war's mit dir. Wieso ging das beim ersten Mal... Okay, zuck noch ein bisschen rum. Wieso ging das beim ersten Mal nicht direkt so? Warum muss ich dann immer noch verrecken? Ja, dann scannen sie mal. Oh, du scannst die gar nicht, du scannst was anderes. Okay. Gute Arbeit. Sehr schön. Das sind Eier von denen. Sehr ekelhaft. So, hier kann man noch ein bisschen lang. Da kommt man, glaube ich, wieder zurück. Mal gucken, was sich hier noch so verbirgt. Ob wir hier überhaupt noch viel weiter können. Ich kann auf jeden Fall noch klettern hier. Ich habe schon wieder vergessen, wo das hinführt. Ah, anscheinend kommt man nur wieder woanders raus. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ah, da steht sogar ein Stormtrooper. Du hast doch nur Glück. So. Was? Alle anderen sind tot? Geil. Haben sie sich alle gegenseitig gekillt? Okay, und das war der andere Gang, den ich eben meinte, da kommt man nur wieder raus. Ja. Okay, cool. Dann haben wir das Gebiet ja hier hinter uns. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch die Kiste mit. Die wollen wir natürlich nicht da lassen. Und BD-1 wollte gerade irgendwas scannen. Was ist das, BD-1? Neues Lichtschwertmaterial. Dann scannen wir. Oh, da ist eine Zeichnung oder irgendwie sowas. Vielleicht kann Grease damit was kochen. Okay, das war gar nicht das, was er meinte. Sondern ein Tarium-Samen. Okay. Naja, macht ja nichts. Gehen wir mal weiter. So, hier kommt gleich eine kleine Sprungeinlage. Die sollte ja auch relativ machbar sein. Okay, was hast du denn da jetzt wieder entdeckt? Immer schön alles scannen. Bringt alles Erfahrungspunkte. Harzfässer. Stimmt, die bauen die ja ab. Wir werden in dieser Position viel sicherer, wenn wir ein paar auf. Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Ach ja, dieser Dialog geht leider, der Witz in diesem Dialog von den beiden Stormtrooper geht im Deutschen halt leider komplett verloren, weil in Wirklichkeit sagt der eine Typ nicht, immerhin sind wir überlegen, sondern at least we have the high ground. Was natürlich eine Anspielung auf das Meme ist, was jetzt jeder kennt mit Obi-Wan und so. Gut, das hätten sie im Deutschen natürlich jetzt nicht so sagen können. Wir hätten jetzt auch nicht sagen können, ja zumindest haben wir den High Ground. Wobei, eigentlich... Hätte ja eigentlich trotzdem klappen können. Naja, egal. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Jetzt bin wohl nur noch ich übrig. So, der ist auch tot. Dann geht's weiter. Ich glaube, das hier ist tatsächlich so mit meinem Lieblingsplanet. Jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Und ich habe einen Hänger. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Ja, ich glaube, das hier ist echt so mit so mein Lieblingsplanet, Kashyyyk. Weil, ich finde diese Mischung aus Dschungel und dann, ja, hier aus imperialer Anlage, finde ich halt einfach ganz cool. Es ist für mich so Star Wars irgendwie. Weiß ich nicht, hat es sich wahrscheinlich irgendwie so durch Endor geprägt, oder war das ja auch so? Genau, ich nehme den hier. Weil der ist eigentlich ganz gut. Also es ist so ein Angriff, wenn man eine kurze Pause macht, macht er so einen Stich, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und der durchbricht halt manchmal, habe ich das Gefühl, einfach die Deckung der Leute und zieht unglaublich viel ab. Okay, da ist eine Tür, da kann man durch. Das ist auch, glaube ich, der einzige. Ne, hier kann man auch lang. Wo müssen wir denn lang? Okay, wir müssen anscheinend da hinten lang. Also hier, wo die Tür war. Da könnte man aber auch rüber. Aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Wir werden da sowieso noch alles... Ach, man kann da gar nicht lang. Okay. Dann hat sich das ja erübrigt. Dann gehen wir jetzt hier runter.
versuchen, irgendwie unbeschadet da vorne ranzukommen. Hallo? Oh, verdammt. Pisser. Okay. Gut, wir haben uns den Kampf mit dem Schattentruppler da erspart. Da, seht ihr, das war der Stich. Der ist halt unfassbar stark. Aua. Okidoki, sehr schön. Das hätten wir auch. Ich meine, hier gibt es auch noch eine Kiste, wenn man hier durchkommt. Ah, ne, ist nur eine Abkürzung. Also sieht man da, da ist ein Secret. Aber da kommen wir leider nicht dran, weil uns mal wieder eine Fähigkeit fehlt. Ich glaube, hier müssen wir aber auch gar nicht lang, ne? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Nee, wir müssen eigentlich da hinten lang. Ich meine, hier müssen wir aber später irgendwann mal langkommen. Geh mal aus dem Weg hier, bloß Gestrüpp. Na gut, dann drehe ich erstmal um. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier lang. Spätestens beim zweiten Besuch hier. Weil man kann davon ausgehen in dem Spiel, dass man fast jeden Planeten ein zweites Mal besuchen muss. Wenn nicht sogar ein drittes Mal. Ach, und momentan nervt's. Also Kashyyyk ist wirklich leider auch der Planet, der am heftigsten von der mangelnden Technik befallen ist. Wo dann immer Sachen nachgeladen werden oder wo Fehler sind und so weiter. Das nervt halt ein bisschen. Okay, das ist ein Aufzug, den man verwenden kann. Ich weiß aber gar nicht, ob wir den jetzt verwenden muss. Ob wir die Tür aufmachen können hier. Keine Wachen? Okay, ist auch eine Abkürzung. Ah, das sind aber die Zellen. Da, hier hängen die ganzen Wookies fest. Dann wollen wir sie mal befreien, ne? Hey. Wir wollen euch befreien. Ihr seid allein. Darf ich vorstellen, einer meiner Hassgegner. Der ist jetzt noch hier so eine Art Mini-Boss, wird später im Spiel aber ein Standardgegner in manchen Bereichen. Und es ist halt so ein Droide von dieser Art, den es auch in Rogue One im Film gab. Da war es ja ein Crewmitglied. Und das ist so ein bisschen das Äquivalent von diesen Dingern aus The Force Unleashed 1, diese gepanzerten Stormtrooper, die fast so ähnlich aussehen und auch so groß sind. Weil die können einen nämlich auch immer so scheiße packen und wegwerfen und das zieht dann immer so viel ab. Ich helfe gern. Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Vielen Dank, so bin ich. Ja, cool. Wir haben die Wookies befreit. So, ah, guck mal, mit der kann man sogar noch reden. Wir müssen Saw treffen. Ja, wo? Weiß keiner, ne? War ja klar. Okay, die ist von der anderen Seite versperrt. Aber da kann man, glaube ich, drumherum schwingen. Das war nämlich der Gag dabei. Uff, okay. Ah, da ist sogar eine Werkbank. Ja, dann kann ich da mal die Schwertfarbe ändern. Und hier eine Abkürzung freimachen. Und Upgrade kriegen wir auch noch. Denkst du auch, was ich denke? Yay, eine neue Fähigkeit. Wir können jetzt nämlich Sicherheitsdroiden hacken. Das sind die Dinger, die uns gerade angegriffen haben. Wenn man die genug beschädigt hat, kann man die hacken und dann kämpfen die kurzzeitig mit einem. So, wir nehmen jetzt mal die Farbe grün. Guck mal, gibt es irgendwas anderes, das cool aussieht? Ja, ich nehme mal nochmal das Standardding. Material habe ich Durastahl genommen. Sylvianisches Eisen.
Die Belichtung ist hier gerade ein bisschen doof in dem Gebiet. Das ist immer noch schlecht, aber ich nehme das jetzt einfach nur. Da, tada. Ein grünes Schwert. Es kommt ein bisschen Abwechslung rein. So, dann können wir den Weg nämlich jetzt auch wieder aufmachen hier. Zack, und dann sind wir direkt wieder da. Wieder. Perfekt gelöst. Und da müssen wir anscheinend weiter. Also gebe euch. Okay, das heißt wohl ja. Nehme ich mal an. Und er meckert die Wand an. Gut, jeder hat so sein Hobby. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und hopp. So, hallo. Ach, guck mal, da stehen sie schon und warten wieder auf uns. Oh, ich stürze mich in den Tod. Ich nehme mal an, man sollte das auch so machen. Ach, hier, geh schwimmen. So, den haben wir auch. Okay. Die Kiste da hinten können wir leider nicht erreichen. Da fehlt uns mal wieder eine Fähigkeit. Was willst du? Hier, kannst auch schwimmen gehen. Okay, sehr schön. Das hätten wir. Da können wir was hacken, beziehungsweise etwas anschalten. Hier ist ein Fahrstuhl. Wo bringt der uns denn hin? Okay, wir müssen auf jeden Fall dahin. Dann benutze ich mal den Fahrstuhl. Zu sehen, wo wir dann da rauskommen. Kann sein, dass wir uns da jetzt auch gerade eine Abkürzung freigeschaltet haben. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt rausgeschnitten. Da war gerade wieder so eine richtig eklige Ladezeit, weil das Spiel da nicht hinterher kam. Oh gut, wir haben eine Kiste gefunden. Immerhin. Oh, okay. Oh, es war also was drin. Eine Lichtschwerthülse. So oft, okay, aber weiter können wir hier nicht. Gut, dann fahren wir wieder nach oben. Hat sich ja gelohnt. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht wieder anfängt, hier die Umgebung zu laden. Aber das hat er ja gerade schon. Normalerweise müsste er das jetzt nicht mehr. So, und vor ein paar Tagen hier zur Aufzeichnung des Parts wurde auch die PS5 endlich angekündigt. Na gut, was heißt angekündigt? Da, er lädt wieder. Super, ich überspreche das, die Laderei jetzt einfach. Ihr Design wurde halt vorgestellt. Fand ich sehr schick, muss ich sagen. Aber es wurde weder was gesagt zum Preis, noch wann sie jetzt genau erscheint, was halt ein bisschen schade war, weil jeder gedacht hat, das kommt jetzt dabei auch raus. Und auch was die Abwärtskompatibilität angeht, haben sie auch noch nichts zugesagt. Was auch ein bisschen doof ist. Müssen wir uns noch überraschen lassen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich hoffe, dass vielleicht für die PS5 dann auch mal eine Remastered-Version von dem Spiel hier kommt, wo diese ganzen Fehlerchen einfach ausgebessert sind und das Spiel einfach noch ein Stück besser aussieht und ein bisschen flüssiger läuft. Weil manchmal ist das echt frustrierend. So, oh was? Wolltest du was scannen? Du hast gerade so ein komisches Geräusch von dir gegeben, BD1. Hm, anscheinend nicht. Gut. Ach, hier kann er was scannen. Hier sind ein paar Wookie-Gefangene drin. Ob die befreien können, weiß ich nicht. Das wäre natürlich schön. Die Wookies haben sowas nicht verdient. Ah, und da oben betteln sich welche. Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Beeilung! Wir kriegen Verstärkung! Okay, das war der Saw. Okay, und ich muss dem wohl irgendwie zur Hilfe kommen. Aber auf jeden Fall nicht hier. Ah, das sieht schon besser aus. Ah, toll, da kommt wieder. Aber dann können wir es hier direkt mal ausprobieren, ob wir das Ding hacken können. Wenn wir uns jetzt nicht von ihm... Da, das meine ich. Der kann immer so eine scheiß Packattacke. Geht mir so auf die Nerven, das glaubt ihr gar nicht. Ah, ja. Er kann nämlich zwei. Einmal wirft er einen und einmal hält er einen fest und boxt einen dann. Ah ja, jetzt geht's. Los. Da, ihr seht jetzt, BD1 setzt sich auf den drauf, hackt ihn kurz, zack, und jetzt müsste er gleich auf die Stormtrooper losgehen. Oder auf den Stormtrooper, ist nur noch einer. So, mach ihn kalt. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Na los, geht es nicht ein bisschen schneller?
hat immer noch fast alles an Energie. Los, machen kalt. Ja, geht doch. So, als Dank bist du jetzt auch zerstört. Oh, so eine Trophäe bekommen für das? Ich dachte, die hätte ich schon. Okay. Der mit seinem geilen Batman-Haken immer. Der sich einfach immer aus der Szenerie zieht. Aber okay, wir haben die Wookies befreit. Haben wir dann doch noch geschafft. Ist doch sehr schön. Dann können wir jetzt hier rein in den nächsten Fahrstuhl. Ja, toll. Und ich muss mir jetzt auch langsam mal auf die Suche nach einem Speicherpunkt machen, weil der Part ist fast zu Ende. Und ich muss hier nach aufhören. Deswegen wäre das ganz von Vorteil, wenn ich da einen finde. Okay, was haben wir hier? Auch eine Abkürzung freigeschaltet. Ah, guck mal, hier haben wir auch schon einen Speicherpunkt. Ich guck mich nur noch mal kurz um. Was macht denn das Ding jetzt hier? Ah ja, das hat da drüben, glaube ich, einen Aufzug in Gang gesetzt, ne? Genau, das war hier die Stelle, wo wir rüber lang ziehen. Genau, und da in der Mitte die vier weißen Striche auf dem Boden, die man hinten sieht, das ist ein Fahrstuhl. Und den müssen wir als nächstes benutzen, um dann nach da oben zu kommen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für Star Wars Jedi Fallen Order von Kashyyyk. Und im nächsten Teil arbeiten wir uns dann weiter hier durch die Raffinerie und gucken, ob wir Tafu finden können oder eben nicht. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.